Los, schwing dich drauf. Oh, das ist ja ein Krokodil. Ein Krokodil? Und was ist das? Ich glaube, das ist auch ein Krokodil. Oder so, wie die halt damals aussahen. Nein, kannst nicht runterfallen. Bis gleich bei der Rutsche. Ist die lang? Ja. Die ist schon lang. Sind ja nie so lang wie die andere vorhin, ne? Die andere. Man kann hier nur gucken. Haben sie gemalt? Guck mal, die Landschaft gemalt hier an. Wir haben heute Vince 5. Geburtstag gefeiert. Ich kann eigentlich immer noch nicht fassen, dass er schon 5 Jahre alt geworden ist. Und er musste heute nicht in den Kindergarten, sondern wir haben den Tag zusammen im Saurierpark verbracht und da noch mit seinen Urgroßeltern Kuchen gegessen. Und dann habe ich ihn zum Papa gebracht, weil es ja Papa-Wochenende ist. Und es war so ein schöner Tag. Es war echt, echt richtig, richtig schön. Und genau, danach habe ich meine Bude geputzt, damit ich für euch die Wohnungstour abdrehen konnte, die ihr schon gesehen habt. Und jetzt mache ich mich gerade fertig, weil wir ins Kino fahren wollen, zu Ocean's 8 mit meiner Freundin. Zeige euch gleich, was ich angezogen habe. Und ja, damit kann das Wochenende doch starten. So, ich habe mich jetzt umgezogen zum Mädelsabend und ich wollte euch gerne mein Outfit zeigen. Lippenstift fehlt noch. Ich bin mir noch unsicher. Ich glaube, der wird rot. Aber ich zeige jetzt erstmal mein Outfit. Das ist nämlich, wenn ich das so sagen darf, sehr, sehr cool. Und zwar sieht das so aus. Das Oberteil hier ist von Shein. Das ist halt alles schwarz. Das seht ihr so ein bisschen schlecht. Das ist hier so gerafft. Hier ist das locker flockig. Und hier hinten ist das so schön geil lang. Seht ihr das? So sieht es aus. Voll cool, oder? Yeah. Guten Morgen. Ich bin seit 7 Uhr wach. Ich hatte mir auch wirklich den Wecker gestellt, war dann sogar schon vor meinem Wecker wach. Ich bin gestern um 12, glaube ich, ins Bett. Heute um 7 Uhr aufgestanden. Das hat zwei Gründe. Zum einen genieße ich an den kinderfreien Wochenenden wirklich so diese Zeit am Morgen. In Ruhe aufwachen, noch eine halbe Stunde im Bett liegen, in Ruhe fertig machen, in Ruhe frühstücken. Das ist wirklich, wirklich magisch für mich, weil man das halt sonst nicht einfach sonst so nicht hat. Und zum anderen, weil ich gestern nicht mehr alles geschafft hatte zu arbeiten und ich wirklich im Moment in meinem Plan bleiben muss, damit ich das alles schaffe. Und das musste ich halt noch aufarbeiten. Und deswegen ist jetzt, habt ihr jetzt schon die Wohnungstour gesehen, die habe ich nämlich bearbeitet und hochgeladen und die Videos an meinen Kunden geschickt. Für den drehe ich jetzt gleich noch ein Video und dann habe ich ein Interview, was die letzte Quintessenz zu dem wird, an was ich jetzt an diesen letzten Tagen nochmal ganz intensiv arbeite. Was das ist, erfahrt ihr am Ende des Vlogs. Wenn Technik nicht so will, wie ich will, ne, das liebe ich ja am allermeisten. Aber ich habe, glaube ich, für beide Technikprobleme, die ich gerade hatte, eine gute Lösung gefunden. So, und ich muss mich jetzt, ich bin schon wieder spät dran, ich mache mich jetzt los. Und zwar treffe ich mich jetzt mit der lieben Jacqueline. Ihr habt vor 2 Wochen gesehen, wie ich bei ihrer Praxiseröffnung war. Und wir treffen uns jetzt und wollen so ein bisschen quatschen, besprechen, was wir die nächsten Wochen so alles Tolles zusammen machen. Und nebenbei werden wir was essen. Genau. Ich hoffe, das Wetter ist so gut, dass man draußen sitzen kann. Es sieht sehr, sehr windig aus, aber die Sonne scheint. Ich hoffe, wir können draußen sitzen. Das wäre sehr, sehr schön. Und das wird jetzt die nächsten... Wir haben uns so 3-4 Stunden Zeit genommen füreinander. So lange wird es jetzt dauern. Und dann muss ich mal gucken, was ich weitermache. Ich bin dann so ein bisschen... flexibel, was ich in welcher Reihenfolge mache. Müssen wir dann mal gucken. So, ich ziehe mir gerade meine Schuhe hier so nebenbei an. Ich hoffe, das ist nicht zu kalt. Es wird schon werden. Ach, das war echt schön. Wir saßen 4 Stunden zusammen und es hat sich so angefühlt wie eine Stunde oder so. Also wir haben unglaublich viel gequatscht und von einem zum anderen Thema. Und da kam niemals diese Stille irgendwie auf zwischen dem Gespräch, die man manchmal vielleicht hat, wenn man von einem Gesprächsthema zum anderen wechseln würde.
Und wir haben uns ja bisher erst zweimal gesehen. Das war erst unser drittes Treffen. Und da weißt du dann einfach, dass es mit den Leuten halt einfach passt. So, aber wir saßen draußen und es war mega kalt. Ich hatte unglaublich kalte Füße. Und deswegen mache ich mir jetzt eine heiße Zitrone und werde heute Abend, glaube ich, auch in die Badewanne gehen, weil ich jetzt so ein bisschen Angst habe, dass ich mich erkältet habe. Das war echt richtig, richtig scheiße. Und deswegen leite ich da gleich die Gegenmaßnahmen ein. Boah, ich bin gerade so glücklich. Ich bin auch ein bisschen erschöpft. Aber für den Launch am Montag ist jetzt so gut wie alles erledigt. Hat super geklappt, hat gerade super viel Spaß gemacht, das alles zu erstellen. Ich habe ja manchmal so ein bisschen Schiss vor dem Technischen, vor allen Dingen vor Dingen, die ich noch nie gebaut habe. Wie so eine Landingpage zum Beispiel und sowas. Hat gerade super gut geklappt. Und ich habe das jetzt an ein paar Leute geschickt, um Feedback zu bekommen, um da noch Änderungen vornehmen zu können. Ich bin jetzt echt platt, aber das hat mega Spaß gemacht. Und das ist so, wenn du dann so in diesem Arbeitsmodus drin bist, wie so ein Tier. Ist echt geil. Und weil ich jetzt echt platt bin, muss ich jetzt unbedingt was trinken. Und dann dachte ich, gehe ich mal in die Badewanne. Weil ich weiß noch nicht so genau, was ich heute Abend mache. Ach, meine Schwester kommt gerade nach Hause. Ich weiß nicht so genau, was ich heute Abend mache. Ich muss noch gucken, ob ich Bock habe, rauszugehen oder auf der Couch zu versacken. Also ich hatte mir sowieso gesagt, einer von diesen drei Abenden dieses Wochenende wird ein Couching-Abend. Ob das jetzt heute Abend ist oder morgen Abend, weiß ich noch nicht so genau. Das wird sich noch zeigen. Kommt nämlich drauf an, wie sich die Leute auskäsen, mit denen ich heute was machen wollte eventuell. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Badewanne, weil das habe ich mir verdient, denke ich mal so. Und ich weiß nicht, was gerade los ist, aber seit Tagen, wer mir auf Instagram folgt, der hat das gesehen, höre ich so Sachen wie Backstreet Boys, Britney Spears, Blue, also diese ganzen alten Dinger. Aber es macht unglaublich viel Spaß und irgendwie passt gerade zu meiner Laune. Ich kann nicht so genau definieren, was meine Laune ist oder was mich dazu anregt, das jetzt zu hören. Aber es ist gerade die richtige Musik und es macht gerade unglaublich viel Spaß, sich so diesen alten Kram wieder anzuhören. Seitdem ich mir diese Woche überlegt hätte, dass das mal wieder geiles Essen wäre und das dann noch eingekauft hatte, freue ich mich da drauf. Und deswegen esse ich jetzt Tomate Mozzarella. Guten Morgen am Sonntagmorgen. Ich warte gerade darauf, dass meine Brötchen fertig werden. Es ist wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint ganz toll. Und wir machen uns heute zum Mittag auf jeden Fall auf in Richtung See, holen uns vorher Sushi und wollen dann heute den Nachmittag am See verbringen. Ansonsten möchte ich heute noch mit einer langjährigen Freundin, wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren, heute mal wieder so mehrere Stunden am Stück telefonieren. Da freue ich mich schon sehr drauf, uns so mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und ansonsten, da ich gestern so extrem viel gearbeitet habe, habe ich da heute nur noch ein paar Feinkorrekturen zum Glück vorzunehmen und kann heute richtig geil Sonntag machen. So, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bevor ich dann losmachen muss. Und deswegen dachte ich, mache ich jetzt noch eine schöne Runde Yoga. Bestimmt ein bisschen Yin-Yoga. Und dann mache ich mich fertig und dann geht's los. So, ich bin wieder kurz zu Hause. Weil ich in einer Stunde wieder abgeholt werde und dann werden wir Motorrad fahren. Ich bin noch nie mit dem Motorrad mitgefahren. Das ist immer schon was, wollen wir schon seit Ewigkeiten machen. Ich bin das letzte Mal irgendwie, ich glaube, so 2007 oder 2006 auf einem Moped mitgefahren. Und ja, ich muss jetzt erstmal was Kleines essen. Und dann muss ich gucken, dass ich mich in die Motorradkluft schmeiße, dass das hoffentlich passt. Ich bin auch top vorbereitet. Ich bin ja eine Frau, die keine Jeanshosen hat. Muss halt so gehen. So warm ist er heute auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich sage immer, du weißt nie, ob dir was gefällt oder nicht, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und deswegen steht heute auch der Plan, auszuprobieren, ob mir Motorradfahren gefällt. Ob ich das noch ein zweites Mal machen möchte oder dann nicht mehr. Findet ihr übrigens mein Oberteil. Ich finde das ja so schön. Das ist von Shein übrigens. Ja, genau. Also ich esse jetzt was und dann geht's los. So. Ich habe keinen Sachsatem. Meine Haare sehen auch aus wie Sau jetzt. Das war geil. Das war toll. Es war anders als erwartet. Mein Freund ist auch sehr rücksichtsvoll gefahren wegen mir. Aber es war toll. Es war super toll. Das würde ich jetzt gerne öfter machen. Das war echt krass.
Und mein BH ist während der Fahrt aufgegangen, habe ich gerade gemerkt. Oh, das war richtig schön. Das war cool. Aber ich sehe jetzt auch leicht fertig aus. Ich gehe jetzt duschen. Ich muss jetzt erst so ein bisschen runtertickern. Und dann habe ich mich heute mit einer Freundin verabredet. Habe ich ja schon erzählt, ne? Genau. Und dann werden wir jetzt noch so ein Stündchen, zwei telefonieren. Und dann fahre ich nochmal zu meinen Freunden. Ein bisschen was trinken. Oh, das war so cool. Und das, der bewahrheitet sich wieder was. Du kannst nicht sagen, ob dir was gefällt oder nicht, wenn du es noch nie probiert hast. Deswegen probiert alles aus, auf was ihr Bock habt. So, meine Herzen, ich habe mich gerade schön noch das erste Mal in meinem Leben mit dem Glätteisen verbrannt. Das ist mir noch nie passiert, aber heute. Weiß auch nicht genau warum. Egal. So, ich werde den Vlog nämlich jetzt für euch schon mal schneiden, weil es hat einen ganz bestimmten Grund, dass ihr den heute schon seht, weil ich da was erzähle, was ihr für morgen wissen müsst. Und ich werde dann noch zu meinen Freunden gehen, noch so ein bisschen was trinken. Und das kinderfreie Wochenende noch schön ausklingen lassen und freue mich dann aber morgen auch wieder auf meine Kinder. Und da steht auch morgen schon wieder so viel an. Zum einen wegen dem Projekt, von dem ihr gleich erfahrt, zum anderen aber auch, weil Vince ja am Dienstag im Kindergarten Kindergeburtstag feiert und ich da natürlich noch einiges vorzubereiten habe. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss! Ich möchte gerne was erzählen noch. Ich möchte eine Ankündigung machen und zwar ab Montag startet eine Themenwoche auf allen Kanälen, also bei WhatsApp, bei Facebook, auf meiner Seite, in meiner Gruppe, bei Instagram, in der Story, in den Posts, bei Instagram TV und natürlich hier auf YouTube. Also auf allen Kanälen werden die Beiträge in dieser Woche gestreut. Ich werde euch immer auf den einzelnen Kanälen dann auch, wenn es geht, das verlinken und euch mitteilen, wo wieder was online gegangen ist. Und zwar ist das Thema mit mehr Selbstvertrauen Mama und Frau sein. Das war auch das Thema meines letzten Online-Workshops und es hat mir so viel Spaß gemacht und das Feedback der Teilnehmerin war so toll, dass ich daraus einen Audiokurs gebaut habe. Dieser Audiokurs ist für Selbstlerner, das heißt, es ist nicht direkt angeleitet von mir im 1:1 Gespräch, sondern ihr habt dort Input in Form von Audiodateien. Und da sind Übungen dabei, da sind Meditationen dabei, da sind Interviews dabei, da ist ganz viel Input mit dabei, auch Dinge zum Nachdenken, auch Übungen, wo mir die Teilnehmerinnen gesagt haben, dass das so krass und so viel bei ihnen verändert hat und das wollte ich euch allen zugänglich machen. Und genau, und um so ein bisschen thematisch da reinzuschnuppern, habe ich halt, wie gesagt, diese Themenwoche, die am Montag startet. Also hört euch und seht euch das alles super gerne dazu an. Und ist natürlich die Frage, warum solltest du diesen Audiokurs machen? Also es geht wirklich darum, erstmal, warum haben wir wenig Selbstvertrauen, wenig Selbstbewusstsein? Wie ist das passiert? Was hast du für schlechte Verhaltensweisen, die täglich dafür sorgen, dass dein Selbstbewusstsein eher sinkt, als dass es steigt? Auf der anderen Seite dann, was können wir denn tun, um das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen wirklich zu stärken, ganz effektiv? Und es geht auch um die Intuition und das Bauchgefühl, was wir unbedingt stärken müssen. Wie mache ich denn das? Wie komme ich denn dazu? Wie lerne ich denn wieder darauf zu hören? Und es geht auch um den inneren Kritiker, ja? Also wie spreche ich denn selbst mit mir? Was erzählt der mir den ganzen Tag? Und wie kann ich lernen, mit dem im Einklang zu leben? Und warum kann genau ich euch dabei helfen? Also warum habe genau ich diesen Audiokurs gebastelt? Das ist einfach, ich habe das alles durchlebt. Ich hatte null Selbstbewusstsein, null Selbstvertrauen. Mein innerer Kritiker hat mich runtergemacht von morgens bis abends. Ich wusste überhaupt nicht, diese Intuition, wo ist die? Wie höre ich die? Was sagt die mir? Ist das richtig, was die mir sagt? Und ich habe das alles durchlebt und diese Übungen, die ich da mit euch teile, diesen Input, den ich da mit euch teile, das hat mir geholfen und ich möchte euch damit jetzt einfach auch weiterhelfen. Und der Audiokurs ist einfach für Selbstlerner. Also ihr entscheidet das Tempo. Wann höre ich mir welche Datei an? Mache ich heute eine Übung? Möchte ich mir heute einfach ein bisschen Inhalt auf die Ohren geben? Möchte ich heute meditieren? Da ist auch ein 30-seitiges Workbook dabei, also ein Arbeitsbuch dabei,
wo ihr dann auch wirklich eure Notizen festhalten könnt, wo die Übungen nochmal beschrieben sind. Und damit wünsche ich euch ganz viel Freude. Wenn ihr jetzt schon sagt, ja, das ist genau mein Ding, findet ihr jetzt den Link zum Audiokurs unten in der Infobox. Ansonsten seht euch, wie gesagt, gerne nächste Woche auf allen meinen Kanälen die Themenwoche an und nehmt da so viel Input und Übungen mit, wie geht. Genau, das erstmal an dieser Stelle dazu.